herzlichen Glückwunsch, alles Gute zu eurem Abschluss. Und jetzt habt ihr das Gefühl, dass ihr etwas Besseres, oder was? Puh. Ja, sorry, es hat mir jetzt gerade ein bisschen... mögen. Ja, weil ich... keinen Abschluss habe. Ja, ich meine, ist nicht mega schlimm. Und ich habe auch gar nichts dafür. Ich musste also auch schon das Studium anfangen. Das war also nicht meine freie Entscheidung. Sie haben mir gesagt, wenn du ein erfolgreicher Künstler werden willst, dann musst du einen philosophischen Studiengang wählen. Oder habt ihr das Gefühl, ich hätte freiwillig Geschichte und Germanistik studiert? Ha! Deutsch habe ich gefunden, kann ich schon. Und Geschichte ist mega einfach, weil sie einfach das ist, was schon passiert ist. Sie haben das Gefühl, dass ihr etwas Besseres, oder was? Das ist bereits Geschichte. Und jetzt müssen wir gar nicht so blöd lachen. Für die Idee hätte ich dort mal in meinem Philosophie-Softskill mindestens 2 Credit Points bekommen. Aber eben auf alle Fälle haben sie dann gesagt, ich dürfe ja nicht fertig studieren. Ja nicht! Wenn ich will, als Künstler ernst genommen werden, muss ich unbedingt genug früh abbrechen. Ja, so ein abgeschlossenes Studium ist einfach nicht gut für deine Glaubwürdigkeit. Credibility statt Credit Points. Dabei hat es mir wirklich Spass gemacht und nach etwa 2,5 Jahren studieren habe ich dann gefragt, ob ich wirklich muss abbrechen und sie haben dann gesagt ja und ich habe gefragt, also noch vor dem Bachelor? Ja, noch vor dem Bachelor. Aber wieso? Ja, der Bachelor bringt eh nichts. Ja, das haben sie gesagt, nicht ich. Ah ja, an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch zum Bachelor und damit zur abgeschlossenen Ausbildung zur Aushilfslehrerin. Ja, ich weiss, ich bin nur neidisch. Und das ist ja wirklich so. Ich habe aufgegeben. Ich bin unter dem gesellschaftlichen Druck zusammengebrochen, habe den Traum von einem erfolgreichen Abschluss verworfen, habe das Studium abgebrochen, zum Künstler werden und ja, jetzt bin ich reich. Und berühmt. Ist auch nicht einfach. Ich bin mega wichtig. Und im Nebenfach mache ich online Facebook-Webinar, wie man kann ohne Studienabschluss reich werden. Die Antwort ist einfach. Crystal Meth. Nein, ich weiss genau, wie ihr euch fühlt. Ich habe während meinem Studium auch immer mit Vorurteilen kämpfen. Die Gabriel Vetter hat zum Beispiel mal gesagt, wenn du Geschichte und Germanistik studierst, wirst du entweder Lehrer oder Taxifahrer. Und ich so... Taxifahrer. Ja, weil man so antiquierte Vorstellungen hat von einem richtigen Job. Etwas Wehrschafts, etwas Richtiges, etwas Rechts. Ich meine, ist doch wahr, du hast jahrelang studiert, geschwitzt und gekämpft mit Blut, Tränen, Schweiß, auf Ritalin bis in die Haarspitze. Hast Bücher gewälzt, Arbeiten geschrieben, Essays verfasst, Prüfungen bestanden. Und nachher kommt gleich wieder irgendein halbschlauer Onkel am Weihnachtsessen und fragt dich, was du denn später mal willst mit dem machen? In der Kohlemine oder so. Die einzigen Geisteswissenschaften, die der legitim findet, laufen am Vorabend auf TLC und heissen 72 Stunden im Geisterhaus Geisterjäger im Untergrund. Drum lasst nicht auf euren Onkel. Also lasst nicht auf den Onkel. Lasst auf eure guten Onkel. Lasst auf den Onkel Renato, der euch nochmal voller Freude sagt. Herzlichen Glückwunsch. Tre Felicitation. Mucho feliz cumpleaños. Molto buon Natale. Gut gemacht. Ja, ich weiss, das ist jetzt nicht wirklich Französisch, Italienisch und Spanisch gsi, sondern Französistisch, Italienistisch und Spanistisch. Nein, aber wirklich, bei aller Liebe. Französistik. Und ihr wundert euch, wenn man euch nicht ernst nimmt. Nein, ich studiere nicht Spanisch. Ich studiere Hispanistik. Ole! So, jetzt aber fertig, lustig. Ich gratuliere euch wirklich ganz herzlich zu eurem Abschluss. Weil wenn du etwas wirklich willst und auch machst und dann auch durchziehst und alles dafür gibst, dann kannst auch du schlussendlich alles werden. Ausser die KünstlerIn. Sorry. Mit Abschluss lässt sie dort nicht rein.